Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder beim Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren ja beim letzten Mal hier weiter in Griechenland unterwegs, ne? Und haben hier unseren Streifzug quasi fortgesetzt. Und, wartet mal. Was macht der denn da? Und, ganz genau, wir waren jetzt hier wieder... Wir haben uns hier oben, denke ich mal, Athen ist das, glaube ich, haben wir uns erobert. Und wir müssen jetzt quasi nur noch die ganzen Reste suchen. Im Prinzip, ne, was hier in Griechenland noch übrig sein könnte. Ich weiß es halt nicht, ne, was jetzt hier noch ist. Eine Idee von euch ist noch gewesen, Freunde, dass hier unten noch was, dass hier unten noch alles platt gemacht werden muss. Das würde ich sagen, können wir mit Katapulten gut erledigen, würde ich sagen. Und, ja, gehen wir das mal an hier. Dieser ganze Bereich hier, der ist ja auch noch nicht erkundet, ne? Ich bin mir jetzt unsicher, wartet mal. Soll ich hier noch was aufbauen? Nee, das wäre doch zu lang, oder? Kommen wir hier oben noch... Ach, guckt mal, da oben. Hier oben, da ist auch noch was. Die Frage ist halt, wie kommen wir da hin, ne? Die ganze... Ah, hier. Stopp. Hier direkt. Hier geht's noch weiter, Freunde. Genau, sehr gut. Ah, unser Katapult hier. Der macht schon einen guten Job. Das autonom fahrende Katapult. Ja, die Römer, die hatten uns heute, sage ich, schon einiges voraus. Die hatten schon selbstfahrende Fahrzeuge. So, da macht das mal kaputt hier unten. So, diesen Turm. Bam, wunderbar hier. Und ja, Freunde, da freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten alten Empire Earth Let's Play. In dieser wirklichen Hammer-Mission, die schon über... keine Ahnung, wie viele Folgen geht. Ja, das ist richtig krass in dieser Mission. Aber ich glaube, wir haben es bald. Warum geht ihr nicht nach vorne? Warum geht ihr nicht nach vorne? Weiter marschieren, los. Wie? Genau, wir haben eine der griechischen Marinestützpunkte zerstört. Jetzt werden wir ihre Patrouillen wohl weniger häufig sehen. Na gut, aber... Das Kriegsschiff hat keine Chance gegen den Turm. Gut, Freunde, dann hoffe ich mal, dass wir hier jetzt noch die letzten Sachen von ihm. What? Ihr mögt vielleicht durch das Schwert triumphieren, Cäsar. Aber eines Tages werdet ihr bestimmt auch durch das Schwert sterben. Genau, hau drauf. So, und? Haben wir es jetzt oder was? What? Was ist denn hier los? Uff. Was ist denn hier los? Der Prophet. Hat er uns hier eiskalt geschwächt? Um Himmels Willen. Und Caesar auch fast kaputt. Boah. Das ist ja wohl. Aber die heilen. Heilt. Ach, die heilen sich wieder hoch. Ach, Gott sei Dank, Freunde. Da war hier oben auf einmal ein Prophet in der Ecke. Ich glaub's ja nicht. Ich weiß halt nicht, was er mit uns veranstaltet hat, aber das ist zum Glück nur temporär. So. Aber wir haben hier auch wieder nichts, wo wir hin können. Das ist kompletter Gebirgspass hier, ne? Es ist komplett zu alles. Och, Freunde, das ist doch jetzt nicht wahr. haben wir hier einen... Verdammt. Ich brauche noch eine Belagerungswaffenwerkstatt. Weil es geht schneller, die Katapulte hierfür zu bauen, anstatt ja, die Katapulte jetzt dahin zu bringen. So, Freunde. Wie gesagt, so langsam aber sicher bin ich hier ratlos tatsächlich. Was wir hier noch machen sollen? Zur Katapulte, bitte. Wir sind hier in der Sackgasse gelandet.
Geht's hier noch vielleicht rein irgendwie? Ansonsten, ja. Kein Plan. Und die Mauern müssen wir ja nicht kaputt machen, ne? Hier die vielleicht? Nee, wartet mal. Das hier oben ist ja eigentlich so ziemlich das Einzige, was noch übrig ist, ne? Ah, da kommt wieder das autonome Katapult. Genau, die Frage ist jetzt halt echt, ne? Hier kommen wir nicht hin. Da kommen wir komplett nicht hin. Das ist halt das Thema, ne? Ist halt alles eingezäunt hier. Beziehungsweise abgeriegelt. Ja, ist komplett abgeriegelt. Das heißt, hier geht's doch her. Zieht euch mal dahin zurück. So, Katapult. Oh mein Gott, sind die langsam. Und ja, liebe Freunde, Sonntagnachmittag wieder, 2 Uhr und ja, nächste Woche habe ich Urlaub tatsächlich, ja, das heißt, ich habe mal ein bisschen mehr Zeit, mich mal ein bisschen zu entspannen und auch mal, ja, mit euch zusammen mal das ein oder andere Let's Play zu spielen, da freue ich mich sehr drauf und da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Gibt es hier schon die eine oder andere Anfrage zu Command & Conquer? Ja, das können wir sehr gerne machen. Da freue ich mich auch schon drauf. So, haben wir jetzt hier noch was? Nein, natürlich nicht. Hä, was ist denn das? Mach mal die Kaserne da oben kaputt. Ich weiß ja nicht. Da steht sogar noch ein Katapult von denen. Ach, wie krass. So, meine Katapulte sind mittlerweile auch angekommen. Aber naja. Ist gut. Wir werden angegriffen. Wo werden wir jetzt schon wieder angegriffen? Ach, hier. Okay, ja gut, das passt aber. Warum arbeitet der nicht? So. Gut. Katapulte. Dann hier oben nochmal auf den Turm da. Könnt ihr da hochschießen? Ihr könnt darauf schießen. Sehr gut. Ich frage mich halt mittlerweile, weil echt, wie wir da hinkommen. Schieß auf das Katapult. Das kriegt ihr doch wohl hin, oder? Wie sollen wir... Ah! Okay. Geht da raus. Geht mal da raus. Da sind die Katapulte noch. Ach, hier hinten durch. Ach Gott, ja. Ja gut, alles klar. War das vorher schon offen? Das Gebiet, war das vorher schon offen? Aua. Oh, die Katapulte brauchen auch ewig, ne, bis sie da sind. Aber hier geht's noch weiter. Oder war das einfach nur im Schatten? Ich weiß es nicht mehr, Freunde. Ich weiß es echt nicht mehr. So, aber gut. Unsere Katapulte sind da und die machen jetzt hier ein bisschen Stress. Da drauf, da oben, los. Ihr habt doch eine größere Reichweite als der. Hallo? Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, muss ich tatsächlich sagen. Dass der irgendwie hier runterschießen kann, aber wir nicht da hoch. So, Katapultfeuer. Ja gut, da müssen wir wohl erstmal ohne Katapulte da arbeiten. Hm, genau, dann übernehmen wir das mal so hier. Ja, wobei, wir kommen ja gar nicht an den Turm dran. Ihr seid lustig. Hallo? Ihr seid lustig, echt. Die Stadt gleich hinter dem nächsten Hügel heißt Naissus. Deren Bewohner sollten sich uns unterwerfen, sobald wir ihre Festung zerstört haben. Es gibt dort außerdem einen befestigten Außenposten in der Nähe, den wir zerstören müssen, da wir sonst ständig mit Plünderern zu kämpfen hätten. Also die hier im Prinzip, ne? Sobald wir ihre Festung zerstört haben. Okay, Freunde. Zerstören Sie die Kaserne und den Bogenschießstand des befestigten Außenpostens auf dem Hügel. Okay. Boah, dann machen wir das doch mal. Ach, du Heilige! So, aber der Turm...
Ja, mein Gott. Ach, das mit den Katapulten, das ist aber ein bisschen blöd, muss ich sagen. Irgendwie kommen wir hier auch gar nicht drauf, oder? Ach, diese Stadt hier noch. Okay, alles klar, Freunde. Alles klar. Dann... Frage ist, wie kommen wir jetzt nach da oben? Irgendwo muss hier ein Durchgang sein. Ah, okay. So, dann schieß mal drauf. Bäm. So, Freunde. Wunderbar, wir haben Fortschritt. Wir haben tatsächlich Fortschritt, Freunde. Oh mein Gott. Und ich bin zuversichtlich, dass wir diese Mission hier so packen. Tatsächlich, Freunde. Ah, und die Katapulte schön auf die Türme. Schön auf den Turm. Sehr gut. Kabem. Und ihr macht diese Verlangen platt. Oh mein Gott. Da ist das Katapult. Und M, weg damit. Sehr schön, Freunde. Oh mein Gott, wir haben es gleich. Wie geil. Okay. Und Kabem. What? Oh, jetzt wird es aber langsam knapp hier, du. okay. Ich dachte, das wäre das hier gewesen. Oh Mann, Freunde, das kann ja wohl nicht sein. So, Cäsar. Mit dir erkunde ich mal diesen Bereich hier. Nochmal gucken, ob hier noch was ist. Hallo? Das Volk hat gesprochen. Ja, so sieht's aus. Oh, schön gegen reparieren, das ist gut, Freunde, das ist gut. Alles klar, ja, nee, hier ist auch zu. Okay, dann ist hier auch zu. Ei, ei, ei. Ja, gut, dann... Die Festung müssen wir zerstören. Mhm. Das ist ja ein ganz schöner Kreuzzug, den wir hier fahren, wa? Freunde. Und ich habe auch so von euch vernommen, dass das wohl die längste Mission fast ist in diesem Spiel. Ja. Dann kann man ja... Oh. Oh. Dann kann man ja froh sein, wenn wir die Mission geschafft haben, oder? Oh, was wollen wir denn hier oben? Wir sind auf dem Gletscher. Okay. Nach Elysium. Nee, da geht's nicht weiter. Das ist einfach nur eine Verarschstelle. Toll. Okay. Na gut, alles klar. Schützt die Standarte. Ach, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo wir angefangen haben, ne? Hier vorne. Oh, da. Ah, hahaha. Okay. Ja, dann. Drauf da und auf die Festung. Und auf die Festung, Freunde. Auf die Festung. Einfach auf die Festung. So. Lass die Katapulte da drauf schießen. Und dann haben wir es doch. Ja. Oh, 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 oh. Meine Bürger. Ja gut, egal. Und bäm. So. Katapultfeuer. Oh, das sind aber noch mal einige hier, tatsächlich. Aber wir haben die Stadt. Sehr schön, Freunde. Es ist immer noch nicht vorbei. Meine Güte. Was ist denn das für eine Mission? Jetzt mal ehrlich. Ich hätte jetzt erwartet, echt, dass die Mission bald mal vorbei ist. Aber nö, scheinbar geht's noch weiter. Oh Mann, ey. 6 Folgen oder so. Oh, 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 raus da. Lass das mal die Katapulte machen, bitte. Ja, toll. Jetzt haben wir hier trotzdem den Landweg. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Ist halt so. Verdammt. Ah, Katapulte. Hier auf diesen Turm drauf, da. Los. Ihr geht mal weiter nach da oben. Ah, da ist noch eine Festung. Oha. Oh, noch mehr. Puh, zum Glück heilen sich unsere Einheiten hoch hier.
sind ja noch sehr viele hier. Krass. Ja, hier wartet ja noch richtig viel was auf uns. Das ist ja richtig krass. So, da macht die Festung im Arsch. Oh, bäbäm. Und diese Stadt müssen wir jetzt eigentlich auch kriegen, oder? Da, und bäms. Ja, die Stadt haben wir auch. Und es ist immer noch nicht vorbei. Ja, das ist natürlich... das ist immer noch nicht vorbei. Meine Güte, was ist denn das hier? Also, irgendwie ist das gerade echt komisch, du. Aber wartet mal. Wenn wir mal hier hingehen... wir hatten ja am Anfang auch noch diese Stadt, ne? Beziehungsweise diese Einheiten, die sich da uns angeschlossen haben. Hier haben wir angefangen. Oh mein Gott, ey. Also so langsam verliere ich hier echt den Überblick. Aber gut, der Bürger. Der kann mal ein bisschen hier die Karte erkunden. Oh mein Gott, also das ist schon hart, muss ich sagen. Echt hart hier. Ah, aber ich glaube... So. Ah. Die Ambronen erinnern sich an die Unterstützung, die der große Römer uns einst gewährte. Wir sind hier zusammen mit Vertretern anderer Kriegerstämme, die ihm den Treueeid schulden, damit wir uns in seinem derzeitigen Kampf revanchieren können. Genau, das waren die Einheiten, die wir bekommen haben noch am Anfang. Und haben wir es bald mal? Ihr könnt jetzt die gallischen, keltischen Krieger in der Kaserne erzeugen. Ah. Cool, Freunde, cool. So langsam haben wir aber auch die ganze Karte erkundet. Also irgendwas ist hier noch komisch, Freunde. Aber wir haben eine Zusammenführung. Oh, 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 da ist noch ein Turm. Okay, ein Turm, ein Turm. Ja gut, dann mach diesen Turm halt im Arsch. So, ihr kommt noch mit bei Team 1. Und ja, dann haben wir ja jetzt im Prinzip eine sehr schlagkräftige Armee auf Team 1. Aber was soll denn das jetzt noch? Hä? Wartet mal. Wir haben doch jetzt alles erobert. Der neue... Boah, schaut euch mal diese Mission. Zerstören Sie alle Einheiten. Blaue Einheiten, um zu gewinnen. Ja gut, aber hier ist ja nichts, ne? Also, hier oben waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Da oben und hier unten. Wisst ihr was? Ich schicke die jetzt auf Erkundungstour. Ich schicke die jetzt einfach auf Erkundungstour. Ich weiß ja nicht, was hier noch ist. Irgendwie ist das ja so... komisch hier. Ihr auch bitte erkunden. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, ich überspringe das, aber Freunde, das mache ich nicht gerne, weil, naja, es ist halt ein Let's Play, ne? Und wenn es halt länger dauert, dann dauert es halt länger. Ich meine, was soll ich da noch machen? So, dann mach hier mal das kaputt. So. Mal gucken, ob hier unten noch irgendwo was ist, ne? Da! Da sind noch Schiffe! Da sind noch Schiffe! Ha! Okay, das heißt, ich baue mal ein paar Schiffchen hier. Da ein paar Schiffe einfach mal bauen. So, Freunde. Alle Mann an Deck! Da unten sind noch Schiffe, aber... Wir werden angegriffen. Ja, ist ja gut. Dann zieh die halt hier hin. So, Freunde. Der ist bald kaputt, der Transporter. Aua. Ah, wir haben ein Versorgungslager entdeckt. Ach. Wohin soll ich gehen? Hä? Wo denn? Wo denn? Ja, gut. Ihr seht's, ne? Meine Armeen, die, ach, was ist das denn?
Hier, das, oder was? Der Cäsar. Ja gut, Freunde, dann erkundet mal weiter. Da werden wir ange... Ah, okay, das sind die Schiffe. Okay, die Schiffe, die können wir schön hier reinziehen. Sehr gut, die können wir schön in die Türme ziehen hier. Ah, wunderbar. Vielleicht müssen wir die ja noch kaputt machen, ne? Wer weiß. So, wie war das jetzt mit den Schiffen? Stein ist gut gegen Feuer. Pfeil ist gut gegen Feuer. Stein ist gut gegen Pfeil. Und, Feuer ist gut gegen Stein oder sowas war das. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das ist eigentlich uncool, was ich hier gerade mache, aber nicht schlimm, den kriegen wir auch so kaputt. Okay, dann haben wir die Schiffe auch weg. Dann haben wir die Schiffe auch weg. Wunderbar hier. So. Und ich bin jetzt ein bisschen echt überfragt, Freunde. Also wieder eine Folge weg. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Erkundet ihr auch mal bitte. Irgendwo muss noch irgendwas sein. Ich weiß nicht wo, verdammt. Die Ecke. Oh. Ach, das ist... Ah, hier, guck mal. Da ist noch einer. Ha! Ehrlich jetzt? Die eine Einheit? Titus ist tot und Pompeius' Streitkräfte wurden vernichtet. Die römische Republik gehört Caesar. Nun muss nur noch Folgendes getan werden. Pompeius nach Ägypten folgen, ihn exekutieren und sich Ägyptens Loyalität sichern. Ach Gott, Freunde. Was eine Mission. Was eine Mission. Oh Mann. So, wir müssen also nach Ägypten. Oh, wir haben's. Es hat sich tatsächlich hier unten eine Einheit versteckt. Oh mein Gott, und Freunde, wisst ihr, was das hier ist? Ich glaube, das ist diese, dieser Tempel, beziehungsweise dieses religiöse Ding, was wir am Anfang der griechischen Kampagne erlebt haben, ne? Weil hier sind wir ja gelandet, als frühes hellenisches Volk, ne? Ja, krass, Freunde. Endlich haben wir diese Mission hinter uns gebracht. Das ist ja wirklich, ey, das war echt heftig. Hier oben nur noch die Schatztruhe, sonst haben wir wirklich alles restlos platt gemacht hier. Hier unten noch ein bisschen was, aber das war scheinbar nicht vonnöten. Gut, Freunde. Dann haben wir ja endlich die Mission. Da bin ich echt stolz drauf. Sehr schön. Alles klar, Freunde. Dann würde ich mal sagen, da die Folge auch schon wieder fast voll ist, leider, würde ich einfach mal sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal in der letzten Mission der römischen Kampagne. Der römische Pharao. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.